Hallöchen und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir machen weiter in Kakariko und haben beim letzten Mal glücklicherweise unseren wunderschönen neuen Anzug bekommen, beziehungsweise unsere neue Rüstung. Ja, die Rüstung der Zoras, mit der wir jetzt unendlich lange unter Wasser tauchen können. Sieht zwar sehr schön aus, aber wir können die schon mal anlassen. Die brauchen wir gleich nochmal. Es könnte übrigens sein, dass sie einen ganz leichten ein leichtes Echo vernimmt. Das liegt daran, dass aktuell das Fenster direkt vor meinen Augen, vor meinem Schreibtisch, etwas freier ist. Und ich glaube, darin entsteht ein leichter Schall. Aber okay, wenn das so sein sollte, tut es mir leid, dann werde ich das noch korrigieren oder beziehungsweise beheben. Wir wollen erstmal zu Burns Bombodrom, denn ihr wisst ja, dass es hier scheinbar neue Bomben gibt und die wollen wir uns nicht entgehen lassen. So, sogenannte Tauchbomben wurden uns hier bereits angekündigt und wir haben unter Wasser schon allerlei verdächtig aussehende Felsen gesehen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal nachhaken. Hey. Hallo, ich hab dich schon erwartet. Sieh mal, meine Wasserbomben sind fertig. Die kann man sogar unter Wasser verwenden. Du wirst sie gut gebrauchen können, greif zu. Na dann, hier siehst du Burns beste Bomben. 5 Stück 30 Rubine. Oh wei, das war ganz schön teuer. Du hast ja gar keine Bombentasche, die ich mit diesen Bomben füllen könnte. Im Schalter nebenan gibt es einen Ankauf. Da kannst du die Bomben verkaufen, die du nicht brauchst. Okay. Dann verkaufen wir die eine Bombe, die noch in der einen Tasche liegt. Sag nicht, da kommt... Hey, hallo! Willkommen am Schalter für Handel mit Bomben aus zweiter Hand. Ich bin nicht Burns. Aber du hast Bomben, lass mich deine Bombentasche sehen, damit ich sie schätzen kann. Eine Bombe, ein Rubin. 24 Bomben, 36 Rubine. Ne, die eine Bombe. Vielen Dank, hier ist ein Rubin. Oh, du hast noch mehr, lass mich noch einmal deine Bombentasche sehen. Ne, die behalte ich selber. Oh, was? Doch nicht, schade, ich kaufe jede Art von Bomben. Komm, wenn du willst, immer wieder. Was für ein Spinner, oder? Ja, Burns Bomben, wir brauchen die Tauchbomben. 5 Stück für 30 Rubine, 10 für 60 Rubine, 15 für 90 Rubine. Wir nehmen mal direkt 15, oder? Okay, ich pack sie in deine Bombentasche. Ich habe rund um die Uhr geöffnet. Komm wieder, wann immer du willst. Ja, auf Wiedersehen. Ich vermute mal, dass die Tauchbomben auch in... Ich nenne sie einfach mal Tauchbomben. Auch im... Hylia-Tempel, im Hylia-See nochmal interessant werden könnten. Ich pack die jetzt einfach mal anstelle des Bogens oben auf die X-Taste. Ist das X? Es ist X. Ich bin inzwischen immer leicht verwirrt wegen den ganzen Buchstaben. So viele verschiedene Controller, so viele verschiedene Buchstaben. So, dann wollen wir die Unterwasserbomben mal direkt ausprobieren, oder? Lalalala. Tja, das heißt, da können wir jetzt erneut einige neue Wege freischalten, die wir vorher nicht hätten freischalten können. Und so muss man dann, ich sag es ja bereits, eigentlich, wenn man wirklich alle Möglichkeiten hat, alle Gebiete zu begehen, die ganze Spielwelt nochmal ablaufen. Theoretisch gesehen. Aber gut. Wir haben schon mal die Ameise gefangen, oder? Ja, tatsächlich. Oh oh. Da kommen wieder unsere Geier und wollen uns töten. Schnell rein hier. So. Ja, ich würde auch beinahe sagen, dass der nächste Anlaufpunkt dann auf jeden Fall der Hylia-Tempel sein wird, oder? Okay, wir haben hier zwei Unterwasserbomben. Zwei Steine, die wir zerbomben können. Eher so. Moment. Ah, okay. Wir müssen mit den... Ah, okay. Ja gut, das ist ja von der Funktion her sehr einfach. Noch ein paar Rubine. Nehme ich mit. Aber hier ist doch ein Durchgang hinter, oder? Ich erwarte jetzt schon mehr als ein paar Rubine, muss ich sagen. So. So. Und schnell weg hier. Die Zora-Ausrüstung gepaart mit den Eisenstiefeln sind wirklich die ultimative Unterwasserausrüstung. Hylia-See.
Ne. Das war ja mal die allerbeste Abkürzung, die man nehmen kann, oder? Jetzt sind wir direkt hier am Hyliasee. Genau hier wollten wir hin. Okay, nehme ich an. Dann würde ich sagen, auf geht's in Richtung des Tempels. Inmitten des Sees. Ich will aber noch so viel mehr machen. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit haben werden, die anderen Insekten zu finden. Wir haben ja die Pärchen immer gefunden, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass auch in der Schneewelt bei den Eisbergen oder bei den Schneebergen noch einige sein werden. Ah, okay. A gedrückt halten ist schnell schwimmen. Und seht mal da unten. Jetzt können wir es auch ohne Probleme erreichen. Ich hoffe, dass die Zoras uns nicht böse begegnen werden, aber theoretisch gesehen haben wir die Erlaubnis, hier hinzukommen. Und hoffentlich geht es dem kleinen Prinzen der Zoras bald wieder besser. Ah, jetzt habe ich in Kakariko was ganz Wichtiges vergessen. Das müssen wir eigentlich mal eben machen. Erstmal hier ein paar Rubine bitte. Und ja, da haben wir den Hylia-Tempel und seht mal, da muss man sogar tatsächlich einen Stein wegsprengen. Das heißt, es ging hier gar nicht ohne. Ich habe jetzt was Wichtiges vergessen. Machen wir es jetzt oder machen wir es später? Das ist die Frage. Dafür müssten wir tatsächlich zurück nach Kakariko. Ich bin eigentlich für jetzt, da ich das sonst mal vergesse. Ja komm, die Zeit nehmen wir uns. Generell können wir hier mal mit dem Zora reden, oder? Ja. Dieses Gewand stammt doch von uns Zoras, das Gewand des Helden. Bist du etwa... Du kommst gerade recht, weißt du? Ich stelle Bomben her. Es ist vermessen, dich so etwas zu fragen, aber hast du schon mal etwas von Wasserbomben gehört? Sie sind äußerst gefährlich, aber jemand wie du wird ganz bestimmt gut damit umgehen und sie werden dir sicher von Nutzen sein. Für 90 Rubine kannst du meine Wasserbomben erwerben. Nein, danke. Wirklich. Wenn du doch Wasserbomben brauchst, wende dich jederzeit an mich. Okay, das heißt, hier können wir auch Wasserbomben kaufen. Ist natürlich sehr, sehr günstig gemacht. Und hier kommen wir nach oben. Ist natürlich ganz günstig gemacht, wenn man nicht genug Bomben dabei hat, um hier dann tatsächlich den Weg frei zu sprengen. Wir sehen aber jetzt erstmal zu, dass wir zurück nach Kakariko kommen. Ich muss nämlich etwas herausfinden. Ihr wisst ja noch, beim letzten Mal war ja die Rede davon, dass die eine Brücke kaputt ist, Richtung Hyrule-Stadt. Und ich meine, dass wir da in Kakariko was gegen unternehmen können. Das ist aber jetzt wirklich eine reine Vermutung, da bin ich mir nicht sicher. Aber ihr wisst ja, wie immer, probieren wir es einfach mal aus. Okay, und die Abkürzung haben wir jetzt tatsächlich freigeschaltet. Ist ja an sich super, da wir somit die ganz großen Wege jetzt einfach durch die Höhle umgehen können. Das Schwimmen dauert zwar ein bisschen, aber die Zeit nehmen wir uns. Bevor ich das vergesse. Ja, ich meine nämlich, dass es tatsächlich in Kakariko eine Möglichkeit gibt, die Brücke zu reparieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es wäre so. Wenn es nicht so ist, dann habe ich wenigstens nachgesehen. Okay, es ist eine einseitige Strömung. Gut zu wissen. Gut, dann auf zum Hylia-Tempel. Übrigens haben die guten Wasserbomben nicht beim anderen Händler in Kakariko selbst weniger gekostet? War das da nicht 60 Rubin und hier jetzt 90? Diese Geizkragen. Zoras und Goronen sind verdammte Geizkragen.
geht das eigentlich schneller? Wow. Joa, kann man schon sagen. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir hier jetzt einmal die Eisenstiefel, um die Distanz deutlich schneller zurückzulegen. So, und runter. Und stopp. Hallöchen. Jenseits dieses Felsens befindet sich das für uns geheiligte Land. Früher nannte man diesen Ort den Zora-Schrein. Aber jetzt sind finstere Wesen hier eingefallen und haben ihn in einen Hort des Bösen verwandelt. Wir konnten nichts anderes tun, als den Eingang mit einem Felsen zu versperren und sie im Inneren einzuschließen. Oh Mann. Kann ich hier überhaupt eine Bombe vorab legen? Hä? Ich glaube nicht, dass ich unter Wasser Bombenpfeile verschießen kann. Machen wir es mal so. Okay, das geht auch nicht. Okay, jetzt müssen wir irgendwie diese... Wow, okay, es geht doch. Uah! Okay. Hat die super funktioniert. Aber wir müssen die hier am Ende ablegen. Hier so ungefähr, glaube ich. Ja. Oh. Direkt ein kleines Rätsel vor dem Tempel selber. Ich erwarte hier dann mal den berüchtigten Wassertempel. Der soll ja verdammt schwierig sein. Ich bin gespannt. Uah. Und rein da. Zähne knirschen, Zähne fletschen, Angst haben. Das sind, glaube ich, hier die richtigen Methoden. Okay. Fängt ja schon mal super an hier. Ein langer, langer Tunnel voll mit Wasser. Also ohne das Zora-Gewand wäre hier ein Überleben definitiv nicht möglich. Yeah. Uah. Oh Gott. Uah. Link fressende Muscheln und Quallen. Ich weiß nicht, was da schlimmer ist. Oh oh. Oh oh. Fängt ja super an hier. So. Meine Güte. Der Seeschrein. Okay, ich sehe schon die Geleeviecher, aber... Bäh. Ist ja ekelhaft. Ne, die Flasche füllen müssen wir nicht unbedingt. Wir können hier aber definitiv Rubine sammeln. Dankeschön. Und Dankeschön. 20 Pfeile. Genauso gut. Nehmen wir alles mit. Und 10 Wasserbomben. Perfekt. Die explodieren auch unter Wasser. Das weiß ich. Aber wie gesagt, rotes Elixier brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben aktuell noch genug von allem dabei. Was wir brauchen, sind Rubine. Und ja, allein dieser erste kleine Raum hier macht doch Lust auf mehr. Schöne Lampen. Seht mal hier. Mosaik. Mosaikwände. Ist schon eklig, die zu zerschlagen. Einfach dran springen? Tatsächlich, okay. Also auch neu, Schalter oder Hebel, an denen wir ziehen müssen, um Türen zu öffnen. Das ist auch neu. Schnell weg hier, bevor die ganzen Viecher sich noch teilen und vermehren und so weiter und so fort. So. Oh. Schön. Wow. Ach, mitten da meldet sich auch mal wieder zu Wort. Ah, das war gefährlich. Mach mal
Schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen. Stalaktiten und Stalagmiten. Ich glaube, die Stalaktiten hängen von oben nach unten und die Mieten von unten nach oben, oder? Ich meine schon. Die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort herunter. Ah, okay, die seltsamen Zapfen, die da hängen. Damit geht das bestimmt nicht, oder? Nee. Dafür waren wahrscheinlich die Pfeile da. Moment, Bogen. So. Moment. Ein klein bisschen, nur mit Bomben. So. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir Plattformen. Okay, wieder so Wasserspringer. Die habe ich hier ganz besonders gerne. Komm schon. Aua. Weg mit euch. So, okay. Und durch die Stalagmiten können wir jetzt also auch hochgehen. Was ist das denn? Okay, den können wir nur in den Popo stechen. Oh, die Arme. Okay, wir können deren Panzer aufheben. Das ist ja barbarisch. Komische Viecher. Na komm. Irgendwie ein bisschen leid. So, was haben wir hier? Ein Herzchen. Aber wie käme man denn dahin? Wahrscheinlich gar nicht. Dekorationsebene. Diese Mosaikwände sind echt schön. Generell muss ich sagen, wirkt der Seetempel jetzt hier von den Wasserverläufen her am schönsten eigentlich, oder? Ich meine, gut, die Goronmine mit den ganzen Lavaströmen war auch sehr, sehr schön. Aber das hier wirkt doch schon, ja, sehr atmosphärisch. Was haben wir hier? 10 Bomben. Dankeschön. Und Pfeile. Mindestens genauso gut. Haben wir schon die richtige... Oh. Oh. Wie viele Ebenen gibt es denn hier? Ich glaube, das wird eine etwas längere Angelegenheit. Okay, da drehen sich zwei Räder nicht. Und unter uns fließt der Fluss oder der Wasserstrom. Was ist das denn? Was war das denn? Sieht aus wie eine Art Krokodil mit Messern. Das wird doch spannend. Okay. Ich glaube, wir haben damit offiziell den Hauptraum erreicht. Das ist Tante. Ich habe Tante gefunden. Okay. Da ist eine verschlossene Tür. Und wir sind hier. Und in der Mitte führt diese große Treppe hinauf. Okay, das Ganze müssen wir jetzt erstmal begutachten. Also es scheint mir jetzt alles ein bisschen komplexer zu werden. Aber noch ist alles okay. Da haben wir einen Griff zum Dranspringen. Wir werden quasi überall durch diese
Wände hier aufgehalten und können deshalb nicht den ganzen Kreis ausnutzen. Schöner Kronleuchter. Na, komm her. So. Wie wir denen die Beine abschlagen, das ist einfach so brutal gemacht. Okay, da könnten wir reingehen. Ja, okay, dann erklären sich die Ebenen ja schnell von selbst, oder? Wir haben ja hier schon mehrere alleine, oder? Ja. Ja gut, dann ist das gar nicht so riesig, wie ich dachte. Na, komm schon. Komm, komm. Was ist das denn jetzt? Na, komm schon. So. Okay. Hier könnten wir den Griff springen. Da ist auch noch eine Tür. Okay, aber hier haben wir erstmal eine Kiste. Bitte Rubine. Oder Pfeile, ist genauso gut. Dankeschön. So, wir springen mal ganz übermotiviert hier dran. Boah, ich dachte schon. So. Okay, jetzt haben wir die Treppe gedreht. Ja, wir haben die Treppe gedreht und erreichen jetzt... Okay, da fehlt der Schlüssel. Und erreichen jetzt hier Tante. Oh Mann. Du hast mir ja gefehlt. Oh, endlich draußen. Ah, der nette Junge von neulich. Schön, dich zu sehen. Reißen wir doch ein Stück zusammen, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du wurdest bestraft und hast erneut Tante wieder getroffen. Danke. Danke, Spiel. Sehr nett. Okay, haben wir Tante schon mal gefunden. Ich überlege momentan. Wenn wir das jetzt nochmal drehen. Also hier waren wir auch noch nicht. Hier geht's auch weiter. Ja, das wird jetzt alles ein bisschen komplizierter. Okay, hier sind diese Räder, die sich nicht drehen. Das heißt, auch hier kommen wir... Hoppla, falsche Taste. Auch hier kommen wir erstmal nicht weiter. Das heißt, wir gehen erstmal raus. Und gehen erstmal eine Ebene runter. Dazu drehen wir auch noch einmal die Treppe. Rein Interesse halber. Jetzt kommen wir hier nämlich zu der Kiste, seht mal. Okay, das geht ja schon mal recht problemlos. Du erhältst die Dungeon-Karte. Kompass wäre mir lieber gewesen. Ach du Schande. Wir müssen jetzt einfach erstmal herausfinden, wo wir lang gehen können. Ich denke mal, es wird einen Weg geben, der jetzt schon freigeschaltet ist und der ist hier. Uah. Tut mir total leid, dass ich mir Popo pieksen muss. Total gemein. Und dann nehmen wir den Panzer noch als Trophäe mit. Also schon nicht ohne. Ich weiß ja nicht. Sehr brutal. So, okay. Neuer Abschnitt, neues Glück. Da kommen wir nicht rüber, oder? Ja, nein, kommen wir nicht. Okay, wenn wir da nicht rüberkommen, dann müssen wir doch... Ah, ich habe schon eine Vermutung. Ne, nach oben, Link. Dankeschön. Ich habe schon eine Vermutung. Wir probieren es mal. Bestimmt ihr... Ja. Okay, ist auch wieder so ein Rad. Seht mal, das dreht sich später bestimmt. Das ist diese ganze Automatik mit diesen großen Wasserrädern, die aktuell noch inaktiv ist. Ich denke mal, die müssen wir erst aktivieren. Okay, ich glaube, wir kommen hier noch gar nicht weiter.
Also hier können wir noch nichts machen. Natürlich können wir was machen. Okay, gut, dass ich dran gedacht habe. Wäre blöd gewesen, wenn wir jetzt woanders hingelaufen wären. Hier wäre der richtige Weg gewesen. So. Ja gut, aber kommen wir jetzt weiter oder kommen wir jetzt nur hier zur Kiste? Oh. Oh. Okay, das war eine Pflichtkiste. Mit dem Schlüsselchen können wir jetzt ganz bestimmt oben die verschlossene Tür öffnen und damit dann bestimmt irgendwie den Wasserlauf aktivieren. Und dann dreht sich hier die ganze Apparatur und dann kommen wir hier weiter. Wäre eine Traumvorstellung. Ich weiß, es ist sehr, sehr optimistisch, aber vielleicht geht's ja. Man weiß ja nicht. Oder weißt du es? Nee, also wie gesagt, es wäre ja vielleicht so ganz denkbar. Wir müssen auf jeden Fall, um weiterzukommen, irgendwie erstmal das Wasser aktivieren. So. Jetzt brauchen wir erstmal die verschlossene Tür. Die ist da hinten. Und da kommen wir zurzeit nicht hin. Da müssen wir also jetzt einmal hier drehen. So. Ja. Alles wie geplant. Ich glaube, das ist gerade Quatsch, was ich mache, oder? Jetzt hier drehen. Also ist momentan alles... Da unten ist eine Kiste, seht mal. Jetzt hier drehen, momentan alles noch nackte Theorie. Aber vielleicht klappt es ja. Auf der Treppe sollte ich nicht mehr rollen. Nee, das bringt mir ja gar nichts. Aber ich war doch vorhin bei der verschlossenen Tür. Wir kommen da auf jeden Fall irgendwie hin. Interessantes Echogeräusch, oder? So, ja, probieren wir es nochmal hier. Ja, die verschlossene Tür. Alles klar. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber es hat geklappt. So. Und perfekt. Tatsächlich. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir hier irgendwie... Ah, wieder so ein... ja, ich nenne sie mal... Wieder so eine Stahlschildkröte. Wir laufen einfach durch. So. Ich gehe davon aus, dass wir dann hier irgendwie das Wasser aktivieren, oder? So, weg mit dir. Okay. Wir bekommen sehr viele Pfeile. Das ist nicht gut. Und 5 Bomben, das ist auch nicht gut. Dann vermute ich mal, dass wir hier... Genau, wusste ich es doch. So, dann kommen wir da nach oben und können da rumklettern. Alles klar. Und ich bleibe mal dabei, dass das Ganze da hinten... Seht ihr dieses Schienenlaufsystem? Ach, Schienen ist falsch gesagt. Dieses, wie nennt man das? Grubensystem. Da läuft bestimmt später Wasser lang. Dass dann auf der anderen Seite vielleicht diese Räder antreibt, wodurch wir dann auch auf diesen Gängen weiterkommen. Also, das ist alles ganz logisch eigentlich, oder? So, Tor offen. Das heißt, wir müssen da nicht mehr hochklettern. Klappt das? Ja, das ist, Beseitigungsweg extra schnell. Ja.
so grausam. Das ist einfach so grausam, was wir hier machen. Bevor wir da vorne weitergehen, wir erstmal hier in die Mitte und hier... Ah! Lass mich raten, da unten waren wir... Ja! Okay, da ist wieder so ein komisches... Seht mal, so ein Krokodilvieh. Ihr seht schon, das Ganze könnte ganz schön spannend werden. Das wird es ja sogar.